Freunde, bevor das Video losgeht, noch eine kurze Info. Der Kalender für 2021 ist fertig. Den hat die Bärbel ganz schön gebastelt. Die Mitglieder der entsprechenden Stufe bekommen den sowieso zugeschickt. Ansonsten gibt es den im Shop. Wer uns unterstützen möchte, kann den sich da bestellen per PayPal. Und da sind alles Mögliche drin. Hier vom Dacia Camper zum Fahrradwohnwagen. Neben unseren Wenigkeiten natürlich selbstverständlich Kari. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Freunde, es ist mir ein innerliches Blumenpflücken, euch zu diesem neuen Video zu begreifen. Freunde, es ist mir ein innerliches Blumenpflücken, euch zu diesem neuen Video zu begrüßen. Heute geht es mal um was anderes. Und zwar, ihr seht ja, ich sitze im Auto und es müssen am Auto einige Sachen gemacht werden. Ich hatte mir mal vorgenommen, bei dem Auto selbst die Bremsen zu machen. Der hat jetzt 120.000 Kilometer runter. Auf den Belegen vorne sind noch 1 bis 2 mm. Das ist für ein Dacia ziemlich gut. Die meisten werden schon so bei 60.000, 70.000, 80.000 getauscht. Laut Aussage von Werkstätten. Also bin ich ziemlich gut gefahren, muss ich mal sagen. Das muss gemacht werden. Und ja, dann habe ich Undichtigkeiten im Schiebetürbereich hin. Da habe ich aber jetzt rausgefunden, woran das liegt. Da gibt es dann noch so eine Außengummis, die rundherum dran geklebt waren. Die sind relativ schnell alle abgefallen. Und dadurch läuft scheinbar das Wasser in den Türdichtungsgummi rein und dann unten irgendwie in den Bereich rein und dann saugt sich das ganze Filz und das Styropor im Unterbodenbereich voll. Das müssen wir auf jeden Fall beheben. Dann habe ich ja vorne die beiden LED-Lampen dran. Die müssen auf jeden Fall ausgetauscht werden. Die sind zwar TÜV zulässig, aber ich habe den ECE-REF-Wert nicht ganz eingehalten. Da bin ich 5 Punkte drüber oder sowas. Ich habe die ja damals paarweise verbaut, weil die paarweise verbaut werden mussten. Das hätte ich einfach nur eine genommen, dann hätte das alles gepasst von den Werten her. Aber es gibt aktuell von Osram eine neue LED-Bar, wo quasi zwei LED-Bars in einer LED-Bar drin sind. Damit umgeht man dieses Problem mit dem paarweisen Anbringen und dann passen auch die ganzen Werte. Und das müsste eigentlich Plug and Play gehen, dass ich die austauschen kann und dann wieder schön mit dem Fernlicht mit benutzen kann. Das werden wir aber sehen. Ihr habt ja schon im Titel gesehen, dass ich sauer bin und ich bin richtig scheiße sauer. Ich sitze jetzt hier auf einem 1.500 € Schaden fest bei dem Auto, weil einfach die Werkstätten ihre Scheißarbeit nicht ordentlich machen. Entschuldigung, dass ich rumfluche, das kotzt mich an. Wieso machen die ihre Arbeit nicht ordentlich? Und zwar ist Folgendes gewesen. Bei der allerersten Inspektion von dem Auto, da hat das Auto 25.000 Kilometer runter circa, haben die festgestellt, dass im Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit der Stand von maximal auf minimal gesunken ist. Also das ist keine unerhebliche Menge und das ist auch nicht dadurch zu erklären, dass die Bremskolben nachgeben, wenn die Bremsen verschleißen. Wie gesagt, nach 120.000 Kilometern der erste Satz, da war bei 24.000 noch nicht viel, da hat sich nicht viel bewegt da vorne und auch nicht hinten. Auf jeden Fall haben sie festgestellt, dass es einen Verlust gibt, weil die selber gesagt haben, so eine große Menge verschwindet nicht einfach so, konnten aber nicht finden, woran es liegt, haben gesagt, ich soll erstmal weiterfahren. So, ich bin weitergefahren, habe das beobachtet, er hat weiter Flüssigkeit verloren. Ich habe da auch in meinem 50.000er Dacia Fazit Video vor 2 Jahren darüber berichtet. Ich habe wie gesagt gesehen, er verliert weiter Flüssigkeit. Was habe ich gemacht? Bin damit in die nächste Werkstatt gefahren, habe das nachfüllen lassen. Wir waren halt unterwegs und sind in eine andere Renault-Werkstatt und haben gleich einen Termin gemacht, dass sie explizit für diese Sache mal nachschauen. So, der Termin stand. Wir haben den dann, es war ein paar Wochen später, glaube ich, haben wir den dahin gebracht. Extra dafür, diese Stelle zu finden, wo die Flüssigkeit rausläuft. Mittlerweile waren 2 Behälterladungen verschwunden. Ja, natürlich ruft dann der Techniker und sagt, er kann nichts finden, es ist alles trocken. Ja, irgendwann kommst du dir verarscht vor und denkst dann, okay, ist halt alles trocken, wird wohl nichts sein. Ja, also bin ich weitergefahren und habe dann einfach immer, wenn was gefehlt hat, einen Schluck nachgefüllt. Das halt bis zur nächsten Inspektion jetzt hier. Jetzt haben wir die 120.000er, wo ich den Zahnriemen, die Wasserpumpen, Spannriemenrolle, keine Ahnung, alles gemacht habe. Also die ganzen Antriebsriemen mit Umlenkrollen und so, Wasserpumpe, alles getauscht. Und da hat doch der nette ATU-Mensch, der hat den Fehler dann gefunden. Und zwar muss man dafür auch ein bisschen was vorne an dem Auto ausbauen, dass man an diesen ABS-Block rankommt. Und der hat festgestellt, dass am ABS-Block an einer Stelle die Flüssigkeit runterrinnt. Und das natürlich jetzt nach der Garantiezeit. Und so ein ABS-Block zu tauschen, kostet mal eben lockerflockig 1.500 €. Man kann die zwar auch revidieren lassen, aber es gibt angeblich jetzt noch keine Firma, die diese Dinger regeneriert. Das scheint ein extremst seltener Fehler zu sein. Und in dem Moment bin ich schon stocksauer geworden, denn mir kann keiner von diesen beiden Fachwerkstätten erzählen, dass sie das nicht gesehen hätten, wenn die diesen ABS-Block ordentlich untersucht hätten, rundherum an allen Stellen. Aber dafür hätten sie die Karre ein bisschen auseinanderbauen müssen, ne? Und das war es denen wahrscheinlich nicht wert, beziehungsweise da hatten sie keinen Bock drauf. Denn die können mir nicht erzählen, dass 2 Behälterladungen, die es an einer kleinen Stelle irgendwo rausdrückt, und das ist ein Öl, das verdünnisiert sich nicht, dass das nicht sichtbar war. Das können die mir nicht erzählen. Ich also bei den beiden Werkstätten angerufen, zuerst bei der ersten, die wussten das auch noch mit der Bremsflüssigkeit, die haben das alles im System stehen gehabt, haben sie ja damit rausgeredet, ich hätte dann halt noch mehrfach kommen müssen und noch mal mehrfach darauf hinweisen müssen, dass sie ordentlich nachgucken. Ey, ganz ehrlich, wenn ich als Kunde einen Bremsflüssigkeitsverlust habe, dann gucke ich überall nach in der Werkstatt, an allen Stellen, kam dann aber im Gespräch so ein bisschen raus wie, naja, wir können immer erst alle, wir können nicht einfach schon alle Teile abbauen, es bezahlt uns keiner und so, bla bla bla, so ging das dann halt los und sie hätten aber trotzdem ordentlich geguckt und der ABS-Block wäre trocken gewesen. So, und das halte ich eben für eine Lüge. Meine persönliche Meinung,
Aber das halte ich für eine Lüge. Die werden einfach nicht ordentlich nachgeguckt haben. Genauso wie die zweite Werkstatt. Die werden sich nicht die Mühe gemacht haben, das alles da oben auszubauen. Da werden die keinen Bock drauf gehabt haben. Und haben dann einfach mal so geguckt, ob es unten ein bisschen tröppelt oder so. Und haben an den üblichen Stellen geguckt. Hinten bei den Bremstrommeln, im Fußraum und so weiter. Wo man halt da guckt bei sowas. Das ist ja aber alles trocken. Das wurde mehrfach schon kontrolliert. Es läuft von Anfang an aus diesem ABS-Block raus. Weil diesen Verlust hat das Auto von Anfang an. Denn wie gesagt, bei der ersten Inspektion wurde schon festgestellt, dass da eben eine signifikante Menge fehlt. Ne? Und es gibt keine weitere Undichtigkeit. Und wo soll die sonst die Bremsflüssigkeit hingelaufen sein, wenn das System sonst dicht ist? Ja, das kann nur aus dem ABS-Block rausgelaufen sein. Was mich an der Sache richtig ankotzt, ich sitze nun auf dem Schaden, obwohl das Auto zweimal in der Werkstatt war, beziehungsweise zweimal der Fehler in der Werkstatt bemerkt wurde und danach geschaut wurde. Und die nicht richtig geschaut haben aus meiner Sicht und dadurch der Fehler nicht entdeckt wurde. Jetzt, wo die Garantiezeit abgelaufen ist, interessiert das natürlich keinen mehr. Ne? Ich meine, man hätte ja wenigstens irgendwie einen Kompromiss eingehen können. So nach dem Motto, du besorgst das Teil, wir bauen es dir kostenlos ein. Irgend sowas. Aber das interessiert die nicht. Die sind sich keiner Schuld bewusst. Im Nachhinein hätte ich einfach, was das angeht, hartnäckiger sein müssen. Ich hätte einfach noch 100 Mal in die Werkstatt fahren müssen und darauf bestehen müssen, dass sie das Problem beheben. So, dann gucken wir uns mal Problem Nummer 1 an. Ne? Hier beim Dacia sind ja solche Gummis geklebt. Die halten mal gut, wie hier zu sehen ist, mal weniger gut. Und ich denke, hier ist das Problem, dass auch das Wasser von der Dachbox hier runterläuft auf die Kante, dann hier rein. Dann, man sieht es hier auch hier, dann direkt hier runter in diesen Gummi rein. Und dann innerhalb des Gummis läuft das hier runter. Und ich hatte einfach dann das Problem, dass dann hier unten, ne, das Wasser drin stand, in dem Bereich. Ne, das Filz und alles ist dann auch richtig nass geworden hier. Und ja, das ist nicht schön. Und das versuche ich jetzt zu beheben, indem ich hier einen neuen Gummi einmal rundherum klebe. So, damit sind die Gummis erneuert hier oben. Ich habe auch trotzdem noch mal eine Spezialdichtmittelnaht drüber gezogen, dass sie ordentlich halten. Und ich habe hier gleich an der Seite auch noch diese, die waren original auch da montiert. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das hier beim nächsten großen Regen unten trocken bleibt. Ich dachte ja zuerst, das sind Kondenswasserprobleme, weil da ja keine Isolierung drunter ist. Aber als das auch im Sommer aufgetreten ist, wo ja gar keine Heizung oder irgendwas an war, habe ich mir schon gedacht, okay, hier muss irgendwo das Wasser durch den Gummi reinlaufen. Ne? Wie gesagt, ich bin jetzt ja mal gespannt, ob das Problem jetzt behoben ist. So, der nächste Streich ist dann, dass ich die beiden Dinger hier ausbaue. Im Übrigen werde ich die, wenn die ausgebaut sind, dann verlosen, beziehungsweise ich kündige das jetzt schon an. Das sind, ja, die waren, glaube ich, neu beide 800 Euro wert. Ich verlinke die mal unten, was das für welche sind. Das sind somit die stärksten, die es von Osram gab in der Baugröße. Ich würde beide an eine Person verlosen. Und was ihr dafür machen müsst, ist, den Kanal zu abonnieren, meinen Instagram-Kanal zu abonnieren, auf meiner Homepage den Newsletter zu abonnieren. Und dann müsst ihr natürlich noch unter das Video in die Kommentare reinschreiben, dass ihr das Teil haben wollt. Und zwar mit Hashtag Osram. Wenn ich dran denke, wie ich mich das erste Mal abgeplackt habe, die Stoßstange abzukriegen, ne? Jetzt 10 Minuten bist du fertig. So, das war's. Bevor wir die Stoßstangen jetzt festschrauben, testen wir nochmal, ob der ganze Krempel auch leuchtet. Oh ja, sieht gut aus. Das ist halt das Geile an den Osram-Teilen. Ne? Die haben richtig ein E-Prüfzeichen hier dran an der Seite. Und damit ist es völlig legal, die mit dem Fernlicht zu koppeln. Und du kannst sie auch im Straßenverkehr benutzen und nicht wie diese normalen LED-Dinger, die du hier mit einem extra Schalter an- und ausmachen musst und nur quasi außerhalb des Straßenverkehrs benutzen darfst. Die kannst du ganz normal mit benutzen. Und wo wir durch Norwegen und Schweden gefahren sind im Winter letztes Jahr, das ist so geil, mit solchen Lichtern zu fahren. Hier in Deutschland brauchst du es zugegebenermaßen eher seltener. Ja, wie gesagt, wer die hier haben möchte, ist ein bisschen Kabel und ein bisschen Befestigungszeug dabei. Ich habe jetzt die leider hier abgeknipst, weil ich vergessen hatte, dass ich einen Stecker hatte. Also müsst ihr euch wieder ein bisschen dran tüdeln. Aber wer sowas einbauen kann, der kann auch ein bisschen löten oder sich einen Stecker da dran machen. Das ist ja kein Problem. Wie gesagt, Wert ist ungefähr, ich weiß gar nicht, 700, 800 Euro oder irgend sowas. Ich habe die jetzt hier ausgebaut, weil die beiden Teile den ECE-REF-Wert überschreiten. Es gibt nämlich auf den
Lampen steht hier immer ganz klein drauf, der ECE-REF-Wert, das ist jetzt hier 12,5 pro Scheinwerfer. Und das muss man zu den Teilen addieren, die haben glaube ich 45 pro Leitbar. Und man muss dabei unter 100 bleiben insgesamt. Und ich bin mit den beiden und dem ECE-REF-Wert drüber, wusste ich damals nicht beim Einbauen. Und jetzt passt das mit dem ECE-REF-Wert. Und wie gesagt, ich habe die damals nur paarweise verbaut, weil es damals hieß, die müssen paarweise verbaut werden. Das ist noch so eine uralte Regelung, da gab es diese Leitbars noch nicht. Aber die neue ist für eine Single-Montage zugelassen und deswegen habe ich jetzt dran und jetzt passt alles und da gibt es dann definitiv auch keine TÜV-Probleme. Sage ich jetzt mal so, ich werde es beim nächsten TÜV sehen. Diese Leitbars sind alle unten verlinkt, wo ihr die bestellen könnt. Und ansonsten, wie gesagt, schreibe ich auch nochmal die Artikelbeschreibung, was ihr machen müsst, um diese Teile zu bekommen. So, jetzt geht's an die Bremsen. Wie gesagt, das ist ein reines Unterhaltungsvideo. Ne? Ihr dürft das nicht selber machen. Ich mache das jetzt hier zum Spaß. Im Kfz-Mechatroniker Thomas Winkelmann. Meister nimmt dann meine Arbeit ab und dann gucken wir mal, wie das wird. Das ist für eine Nussgröße 17 hier, das ist ein Spielzeug. So, ich habe mir hier ATE-Ersatzteile gekauft. Ich habe jetzt ewig lange auch recherchiert. Ich hoffe, das sind die richtigen. Ne? Da gibt es nämlich unterschiedliche für mit ABS, für ohne ABS. Oh, scheint schon mal gut aus. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob der Krempel passt. Und wenn er passt, bauen wir es dran. Also ich wechsle auf jeden Fall, wie gesagt, gleich Scheiben und Klötzer. Die Scheiben könnte man theoretisch noch nehmen, aber die kosten nicht so viel mehr. Also nach 120.000 Kilometern kann man die, glaube ich, mal austauschen. So, hier haben wir den ersten Bremsbelag. Der ist so festgegammelt, also das wird höchste Elle, dass man so ordentlich mal sauber macht hier. Die ganze Führung und auch alles, weil die müssen ja ordentlich laufen, die Dinger. Naja, ein bisschen was ist noch drauf hier, also hätte man nochmal 10.000 Kilometer fahren können. So, da haben wir hier einen neuen, hier den alten. Die Größe passt doch schon mal gar nicht, Alter. Ach, leck mich am Arsch. Das sind noch völlig andere Belege. Belege passen nicht. Ich dreh am Rad, ey. Du kannst sowas einfach nicht bei eBay kaufen, ey, ne? Ich habe die Typennummer alles angegeben und die haben mir das Zeug zugeschickt. Die Scheiben sind viel zu groß und die Bremsklötzer sind viel zu groß. Keine Ahnung, aber auf dem Dacia passt das nicht und steht sogar auf der Rechnung drauf. Das ist zum Kotzen, ey. Eine Stunde später. Was schon mal auffällt, ist alles viel kleiner und leichter und ich habe mir gleich noch so eine Keramikpaste dazu geholt, damit man das alles ordentlich eincremen kann. Kupferpaste nimmt man nicht mehr bei den neuen Sachen. Zurzeit ist bei mir sowieso irgendwie der Wurm drin, das ist unglaublich. Ne? Also eigentlich geht quasi alles gerade schief, aber ich weiß, erfahrungsgemäß im Leben ist es dann normalerweise so, dass es dann dafür auch irgendwann mal wieder Phasen gibt, wo eigentlich alles wieder glatt läuft und gut läuft letztendlich. Ne? Aber ja, so ist das halt. Ne? Wie zum Beispiel jetzt haben wir ja wir haben es endlich geschafft, dass wir eine Lagerbox aufbauen können, die ich dann als Lager und als bisschen Werkstatt benutzen kann. Aber ja, mit der Bestellung ist auch irgendwas schiefgelaufen. Ich habe bezahlt, die haben mir gesagt, ja, das kommt Mittwoch, Donnerstag an. Es meldet sich aber keiner, ne? Du musst ja da sein. Das Ding wiegt ja 650 Kilo, das ist ja kein DHL-Paket, ne? Und da musst du ja ein bisschen was organisieren und da sein, dass das Ding an der richtigen Stelle abgelegt wird und so weiter. Aber ja, wir melden uns bei Ihnen. Es meldet sich natürlich keiner, interessiert sich kein Schwein. Du rufst an, fragst, wo das Problem ist. Wir rufen Sie gleich zurück in einer Stunde. 3 Stunden später ruft keiner zurück. So geht das die ganze Zeit. Ne? Das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob die Leute keine Lust haben oder ob die überlastet sind. Aber wo ist dann da das Problem, einfach mal demjenigen Bescheid zu sagen, wenn was nicht mehr klappt? Ne? Es ist mir, dass was schief gehen kann, ist ja alles kein Problem. Aber warum kann man denn die Leute da nicht informieren? Das ist wie mit dem Bauwagen. Wir wollten den Bauwagen jetzt umsetzen, also unser Tiny House. Ihr kennt ja die Videos. Und der Termin stand eigentlich fest. Ich habe die Leute organisiert, die beim Auf- und Abladen helfen. Das Ding muss ja auch irgendwie auf den Tieflader drauf und wieder runter und dann an seinen Zielort gezogen werden. Das heißt, da hängt ja nicht bloß das Transportunternehmen mit dem Tieflader dran. Ja, da meldet sich einfach nichts mit dem Tieflader wegen der genauen Uhrzeit. Dann rufst du da an und fragst nach, einen Tag vorher. Naja, das wird wahrscheinlich doch nicht. Ich habe hier irgendwie eine Lok aufgeladen, da ist das Fenster kaputt und deswegen kann ich die jetzt nicht ausliefern oder was weiß ich. Ja, sehr schön und gut. Aber kann man da bitte mal vorher Bescheid geben, ne, dass man das dann absagen kann und so weiter? Wir haben so einen Haufen Kleinigkeiten, wo du dann irgendwann anfängst, an dir zu zweifeln. Und naja, aber so ist das halt, ne? So ist das. Jetzt haben wir ja unsere Bremsen, ne? Ich meine, ich weiß gar nicht, was das für ein Bremssatz ist mit den 280 mm. Ich habe noch keinen Dacia Dogger gesehen. Es gibt auch meines Wissens nach keinen Dacia Dogger, wo so große Scheiben und Klötzer drauf passen. Das ist mir unbegreiflich, warum das überhaupt gelistet wird unter Dacia Dogger, ne? Naja, egal. Jetzt haben wir die richtigen. Jetzt fahren wir zur Werkstatt. Jetzt bauen wir es ein. Thomas, was sagst du mit oben den Scheiben, ne? Jetzt wird das was klappen. Jetzt wird das was werden hier, wa? Ich sehe das noch nicht so, aber... Also die Bremsen hatten zum Schluss auch ganz schön gequietscht hier. Und das wundert mich auch nicht. Die sind hier ja, also das ist kaum noch irgendwie gängig, der ganze Spaß. Ne? Da brauchst du dich nicht wundern, wenn die nicht mehr richtig zurückfahren. Also was ich hier cool finde, ist bei den neuen Bremssätteln, was heißt neuen, bei den alten finde ich es nicht so, dass es in den Klammern sind. Und die haben sich wunderbar einfach sauber machen lassen.
So, also die beiden Klötzer sind jetzt hier soweit drin und durch die Keramikpaste merkt man wirklich, dass sie sich viel leichter hin und her schieben lassen hier. Ne? Das macht wirklich Sinn. Tada! So, jetzt müssen wir natürlich noch den Kolben hier zurückdrücken, damit der Bremsbelag, der ja nur ein bisschen mehr Material hat, wieder zurückkommt. Du musst deinen schnuckligen Finger da nochmal wegnehmen. Okay. So, während ich jetzt drehe, müsstest du mal oben gucken, ob wir jetzt zu viel Flüssigkeit da rausquetschen aus dem Ding. Also man muss wirklich aufpassen und den Behälter rausmachen. Wir haben hier, die haben das zu voll gefüllt, den Behälter. Und nur durch das Kolben vom Zurückdrücken von der einen Seite ist so viel Flüssigkeit hier letztendlich rausgekommen. Das gleiche werden wir bei der anderen Seite auch nochmal haben. Haben wir jetzt schon dran geschraubt, habe ich jetzt nicht gefilmt und haben auch schon einen Test gemacht. Also löst und zieht auf jeden Fall an. So, das erste Mal Bremsen getauscht. Alle beiden Seiten sind fertig. Jetzt müssen wir noch gucken, ob die Karre bremst und dann bin ich zufrieden. Sehr geil. Die Handbremse muss ich noch einstellen, die ist ziemlich locker. Das mache ich später. Sehr geil. Man merkt am Anfang, dass es noch ein bisschen sich rau anfühlt, anhört. Wahrscheinlich muss da erst irgendwas eingeschliffen werden. So eine Schutzschicht von dem Belag irgendwie runter. Bremswirkung ist aber gut, würde ich sagen. Die ist uns auf jeden Fall nicht zu wenig. Und ich bin übelst froh, dass wir das selber gemacht haben. Und ja, wieder was dazugelernt, ist eine geile Sache. Ist wirklich nicht schwer, wenn man ein bisschen aufpasst und das ordentlich macht. Ne? Und ja, habt ihr ja gesehen, ist eigentlich kein Hexenwerk an sich. Trotzdem würde ich das niemandem empfehlen, der sich nicht traut, beziehungsweise die handwerklichen Fähigkeiten hat. Kann man in der Werkstatt alles machen lassen, ne? Das ist ja alles kein Thema. Ich habe jetzt hier bezahlt 140 Euro, ungefähr 150 Euro fürs Material. Und wenn man es machen lässt, also bei Renault Dacia wollten die 300 bis 400 Euro dafür ungefähr haben. Und wenn man das bei ATU oder so machen lässt, wäre es wahrscheinlich 250, 300 Euro, schätze ich, irgend sowas in der Dreh. Das ging ja schnell, 2-3 Mal gebremst und dann war das Rumpeln weg. Jetzt ist alles wieder seidenweich. So, Freunde, wir sind hier gerade schön beim Campen. Das Bärbelchen, das kocht gerade uns lecker Frühstück. Und ich bin hier gerade am Handbremshebel zugange. Also den Dreck mal ignorieren. Hier muss man mal Staub saugen. Unter der Konsole hat sich unglaublich viel Dreck gesammelt. Aber hier müsstet ihr die Schraube sehen. Und da kann man das Spiel von der Handbremse einstellen. Das mache ich jetzt mal schnell. Also wie man sieht, die kommt viel zu spät hier. Ich muss ja hier, also hier unten passiert gar nichts. Hier ist total lapprig. Und dann kommt die erst hier oben irgendwo. So, viel besser. Die kommt jetzt schon viel eher hier, ne? Die fängt gleich an zu ziehen. Ich muss noch mal gucken, ob ich jetzt nicht zu viel gemacht habe. Die Räder sich noch frei drehen, aber ansonsten ist es gut, würde ich sagen. Sieht gut aus. So, damit ist der Lenkstockschalter auch getauscht. Das war einfach. Das Ding hat bloß 15 Euro gekostet. Problem war einfach, und das ist ein bekanntes Problem, was sehr häufig vorkommt bei diesem Schaltermodell, was bei einigen Autos von Renault und Dacia verbaut ist, dass manchmal einfach dann das Licht nicht mehr angeht oder der Blinker nicht geht und so eine Späße, weil wahrscheinlich irgendwelche Schleifkontakte hier im Inneren nicht mehr in Ordnung sind. Wir hatten jetzt konkret den Fehler, dass zum Beispiel, wenn man das Fernlicht anhatte und dann gleichzeitig geblinkt hat, dass dann das Licht ausgegangen ist und so eine Späße. Zwar nicht oft, aber es ist ab und zu mal passiert. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier getauscht. Wie gesagt, 15 Euro. Das Schwierigste an der ganzen Arbeit ist dann den Krempel wieder zusammenzukriegen. Hier diese Plastikverkleidung. Aber den Schalter an sich tauschen, das kann wirklich jeder Trottel. Und kostet kein Geld. Von daher ist das völlig okay. So Leute, das war's dann mit dem etwas anderen Video. Wir lassen uns unser Frühstück jetzt schmecken. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.